Hi Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Cool, dass ihr eingeschaltet habt. Ich wollte euch mal ein kurzes Update geben zu den ewigen Terrarien. Warum sage ich Terrarien? Ich habe zeitgleich noch ein zweites gebaut, aber das habe ich nicht auf Video festgehalten, blöderweise. So, das ist das zweite Becken, zeitgleich gebaut wie das erste. Da werden wir auch später noch drauf zurückkommen und da werde ich euch noch ein bisschen was zu erzählen. Kommen wir zum ersten Becken. Also ihr seht es schon, es ist bräunlich geworden. Es hat auf jeden Fall die Farbe verloren. Ich weiß nicht, ob es gerade quasi am Weggammeln ist. Aber das Grün ist auf jeden Fall weg. Es kann sein, dass ich zu viel Wasser reingetan habe. Eine andere Sache könnte auch sein, dass ich am Anfang, beziehungsweise zwei Tage, drei Tage nachdem es fertig war, einen Dinosaurier da eingefügt habe. Es ist so ein Kunststoff, ein T-Rex gewesen. Der stand genau hier vorne quasi. Da. Und kurz nachdem er drin war, hat es angefangen zu gammeln irgendwie um den rum erstmal. Dann habe ich ihn rausgenommen, es hat übertrieben angefangen zu stinken da drin. Ja. Ich hoffe, das Becken wird es wieder fangen. Und es wird wieder grün. Man kann sehen, oben ist noch ein bisschen grün. Das ist hier auf der Rückseite besser zu sehen. Und da sind noch vereinzelte grüne Moostriebe, nenne ich sie jetzt mal. Aber im vorderen Bereich ist quasi schon echt nichts mehr grün. Ich gebe euch jetzt noch mal gleich ein paar Nahaufnahmen. Wie zum Beispiel hier vorne, da sieht man diesen kleinen weißen Punkt sitzen. Ich versuche jetzt mal näher dran zu gehen, dann könnte es ein bisschen rauschen. Aber wohl, es geht ja. So. Das ist irgendein kleines Tierchen, ich kann nicht genau zuordnen, was es ist, weil es wirklich sehr klein ist. Ich weiß nicht, ob ihr wisst, was es sein könnte. Aber hier sieht man auf jeden Fall auch gut, wie sich das Moos verfärbt hat. Also wirklich, das Grün ist komplett weg. Aber gehört halt auch irgendwie zu einem natürlichen Prozess dazu. Hier sieht man nochmal den Stock, den wir eingefügt hatten. So Leute, das ist das nächste Becken. Wie gesagt, es ist zeitgleich aufgebaut worden. Auch ungefähr das gleiche Bauschema habe ich gemacht, nur dass bei dem einen eben Steine als Trennung und bei dem hier eben Holz als Trennung nach zum hinteren Teil gab. Das ist quasi hier der Bereich, das kann man ganz gut sehen. Das ist so eine Schräge, die habe ich eingebaut. Da habe ich auch unten quasi Moos reingetan, oben dieses Sternmoos oder wie man es nennt reingetan. Und dann eben mit so einem Stück Holz getrennt. Das war so ein Stück Rinde, da waren so Pilze dran oder sowas ähnliches. Die sahen auf jeden Fall, als sie noch gut waren, ziemlich cool aus. Jetzt sehen die nicht mehr ganz so cool aus, weil die auch wegschimmeln. Aber ich lasse sie auf jeden Fall einfach mal drin und schaue mal, wie sich das Ganze entwickelt. Wirklich viele Tiere habe ich hier im Moment auch nicht mehr gesehen in den ganzen einzelnen Becken. Ab und zu waren irgendwelche Spuren auf den Wänden. Das war ziemlich interessant auf jeden Fall. Aber ich glaube, hier in dem Lang ist auf jeden Fall eine Schnecke drin. Ich muss es mal drehen, weil die krabbelt gerade. Da oben sitzt sie auf jeden Fall. Ich glaube, ihr könnt sehen, ich mache mal wieder eine Nahansicht. Die ist auf jeden Fall noch ultra klein. Ziemlich interessant auf jeden Fall, wie die da rumsnailt. Wie gesagt, das ist mein Daumen. Also, sie ist echt noch richtig, richtig klein. Naja, schauen wir mal weiter. Was auf jeden Fall bei dem Becken auch ziemlich cool war,
oder cool ist, ist, dass sich hinten auf der Rückseite, ich zeige euch mal ganz kurz so jetzt die Rückseite, da ist das ganze Moos auch noch recht grün, aber wenn man da mal nah dran geht, kann man echt coole so einzelne Wurzelausschreitungen erkennen. Das sieht echt cool aus. Kann man hier relativ gut sehen. Auch wieder mein Daumen, wie groß der im Gegensatz zu den ganzen einzelnen Wurzeldingern da ist. Ich weiß nicht, was es ist. Wenn ihr es wisst, könnt ihr mal gerne mir einen Kommentar da lassen. Ist auf jeden Fall ziemlich cool. So, machen wir die Fernsicht nochmal weg. Ja, also wie gesagt, beide zeitgleich aufgebaut. Das eine ist echt fast am Weggammeln und das hier ist halt noch vollkommen grün. Jetzt mal hier so im Vergleich. Ziemlich heftig auf jeden Fall. Also wenn es bei euch passiert, nicht aufgeben. Wie gesagt, die beiden sind baugleich. Außer jetzt Holz und Stein. Und ich glaube, das kann einfach passieren, wenn man zu viel Wasser reintut oder eben Kunststoff reintut. Ich hatte ja in dem hier diesen kleinen T-Rex da drin und da solltet ihr vielleicht darauf achten, dass ihr kein Plastik da reintut. Weil auch geruchmäßig hat sich da irgendwas entwickelt, was sehr unangenehm ist. Ja, wenn man ganz genau hinschaut, Leute, dann ist da echt viel Leben los. Man sieht ganz oben irgendwas Kleines krabbeln. Da rechts ist irgendein schwarzer Käfer oder so. Dann sieht man da eine Spinne. Keine Ahnung, wie die da reingekommen ist. Ich bin am Überlegen, ob ich die da raushole und freilasse, weil die kann ja wahrscheinlich nicht da drin normal leben. Ja, okay Leute, das war's jetzt mit meinem kurzen Update-Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, ihr wisst, gebt mir einen Daumen nach oben. Und wenn ihr noch mehr von mir sehen wollt, dann abonniert am besten mal den Kanal hier. Hier wird noch einiges kommen. Wenn ihr bestimmte Wünsche habt, schreibt es einfach mal in die Kommentare. Und ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns bald wieder. Bis dahin wünsche ich euch alles Gute, euer Kip Kobe. Ciao.